Hallo Heike. Ja, cooles Porträt, muss ich sagen. Wie du schon geschrieben hast, ja, es ist ja gewöhnungsbedürftig, sich an harte Kanten da heranzuwagen und die einfach stehen zu lassen. Ich bin da auch immer der, der gerne da gleich verrundet. Aber sieht auf den ersten Blick sehr schön aus. Tonwerte cool, auch sehr gewölbt alles. Ich gehe mal ein bisschen ins Detail. Zum Beispiel hier am Mundwinkel. Da könnte es ein bisschen dunkler sein noch. Also hier ist es meistens immer ziemlich dunkel. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es fotografiert ist und so weiter. Hier am Auge ein bisschen dunkler. Auch im oberen Bereich der... Ich muss jetzt mal lernen, wie das beim Auge heißt. Um die Pupille rum, die Iris, genau. Bei der Iris, der obere Teil der Iris könnte dunkler sein. Hier das Weiß beim Auge noch ein bisschen dunkler im Vergleich zur Vorlage. Genau, ansonsten oben bei der Stirn, hier in dem Bereich, da fehlt mir so ein bisschen der Übergang. Also. Hast du vielleicht jetzt auch gerade schon gesehen. Aber hier fehlt irgend so eine Zwischenebene. Naja, kann ich nicht mit dem iPad darstellen, aber hier fehlt irgendeine Rundung da oben. Dann fehlt mir hier ein bisschen so dieser Schwung. Der macht hier so einen Schwung. Der schwarze Strich, der fehlt mir hier so ein bisschen. Hier in dem Bereich hätte es ein bisschen heller gehört. Also ich gehe wirklich sehr ins Detail, aber warum habe ich das bemerkt? Weil hier macht das so eine Rundung und bei dir nicht so richtig. Und das liegt daran, dass hier in der Ecke das Licht fehlt. Also das soll dich jetzt nur darauf aufmerksam machen. Das kannst du jetzt eh nicht mehr verbessern, aber nur für dich so, ja, als Erklärung, warum mir das überhaupt aufgefallen ist. Ja. Ansonsten sehe ich nicht allzu viel. Ansonsten die Nase schön gemacht. Ja, diese Falten unter den Augen auch nicht zu stark. Also würde ich auch so lassen tatsächlich. Da können wir ruhig auch verschönern. Gut, hier unten ist es hier ein bisschen oranger, aber ich weiß gar nicht, wie ich es gemacht habe. Es ist mir jetzt nur hier aufgefallen. Und ja, hier schaut sie ein bisschen kahl aus. Vielleicht fehlen da noch so ein paar Haare. Ein bisschen weiter reingezogen. Also, was mir auf jeden Fall auffällt, ist hier der Haaransatz. Das sieht man jetzt nicht. Ist so ein bisschen ohne Schatten. Ich meine, bei ihr irgendwie auch links in der Vorlage von AI kreiert. Ja, weiß ich auch nicht. Ist jetzt nicht deine Schuld, ist auch die Vorlage. Aber hier würde ich die Haare noch ein bisschen weiter vorziehen, wahrscheinlich. Ja, eins fällt mir noch auf, der Schatten hier unten beim unter der. Hier ist auch noch ein bisschen dunkler. Genau, aber das wäre es dann auch schon. Vielleicht bei der Lippe, aber ja, hast wahrscheinlich schon ein bisschen rumgewerkelt. In dem Bereich noch etwas dunkler, dass die noch mehr einen Schwung macht. Aber wie gesagt, ehrlicherweise jammern auf hohem Niveau. Aber ich glaube, ich kann bei dir jetzt mittlerweile schon ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil du schon ziemlich gut unterwegs bist. Also bis dann. Ciao, ciao.